Reden wir doch mal über eine der allerersten Serien, mit denen Apple TV Plus startete, nämlich For All Mankind. Was, wenn das Rennen um den Mond in der Raumfahrt anders verlaufen und nicht die Amerikaner zuerst auf ihm gelandet wären? Was, wenn es den Russen gelungen wäre? Wie hätten sich beide Seiten in einem Kampf der Ideologien verhalten? Mitten in einem solchen Szenario lebt Ed Baldwin, der ehemalige Navy-Pilot, liebt seinen Beruf und ist leidenschaftlicher Astronaut und muss genau diesen Verlauf der Geschichte miterleben. Eine Schmach, die sich die NASA aber nicht bieten lässt und alles daran setzt, ein neues Ziel zu definieren. Weg von der rein maskulinen Raumfahrt muss gedacht werden und auch weg davon, nur ein paar Stunden auf dem Boden des Mondes zu verweilen. Dabei darf man aber nie vergessen, dass bei allem politischen Druck jeder beteiligte Mensch und deren Familien anders damit umgehen und jeder Aufbruch zum Mond tödlich enden kann. For All Mankind hat 10 Episoden, die immer so um die ca. 60 Minuten lang sind, mal deutlich drunter, mal deutlich drüber, ist da 12 Jahren freigegeben und startete einst ab dem 1. November 2019 auf Apple TV Plus und wurde nach und nach veröffentlicht bis zum 20. Dezember 2019 und ist eine Dramaserie, die mit dieser typischen Apple-Wertigkeit daherkommt und eben dieses Szenario hat, was ist, wenn Raumfahrt stellvertretend dieses Rennen anders verlaufen wäre, was macht das mit den Menschen, was macht das mit diesem Weltrüsten im Weltall, was könnten neue und andere Ziele sein? Und mittendrin Menschen hineingeworfen, die ehrgeizig sind, die aber auch Probleme haben, die unter Druck psychisch einknicken können bzw. erkranken. Auch ein Frauenbild, was sich im Zuge dieses ideologischen Kampfes wandelt. Und all das zusammengepackt in diese 10 Episoden ergibt eine Serie, die wertig produziert ist, toll aussieht, es punktuell schafft, richtig spannende Momente herbei zu zaubern. Sehr, sehr coole Frauenrollen hat, die mir über die ganze Dauer der Serie durchweg dann besser gefallen als die Männerrollen, aber auch eine Serie, die punktuell bei den Themen, die sie dann aufmacht, auch manchmal mir persönlich zu oberflächlich bleibt und auch Episoden hat, die so sehr vor sich hin dümpeln. Ich finde sie sehenswert und hatte immer wieder das Gefühl, ah, sie kann noch mehr und in der weiteren Staffel wäre ich gespannt zu sehen, wo das hingeht, weil gerade, wenn man bei der letzten Episode sich in den Credits auch nochmal anguckt, was so der Gedanke ist, dann habe ich schon Lust, mehr davon zu sehen. Hat mir gut gefallen, aber ich glaube, da geht, wie gesagt, noch mehr. Reden wir kurz über den Cast. Joel Kinnaman als Ed Baldwin, den habe ich in House of Cards sehr gemocht, in der, was war das, dritte Staffel, vierte Staffel, bin unsicher, Altered Carbon, in Robocop und Suicide Squad eher schwierig, aber er passt mit seiner ehrgeizigen Art, diesen durchtrainierten, diesen fitten hier gut rein. Wenn der Charakter aber mal sehr in die Tiefe geht, es auch um Verlust geht, dann finde ich, ist er, ich will nicht sagen limitiert, dann ist aber die Darstellung manchmal ein bisschen zu flach, aber er trägt diese Figur, die eben einer der wichtigsten Männerparts ist in der Serie, soweit ganz gut. Michael Dorman als Gordo Stevens fand ich manchmal so in seiner Figur interessant angelegt, so ambivalent. Der ist doch einer, wo, sage ich mal, oder über dessen Egoismus auch so ein bisschen eine Abhängigkeit von Frauen gespielt wird, wo sich dann aber auch genau diese Thematik und diese Rollenvergabe dreht. Einer, der sich auch Sorgen machen kann, einer, der leiden kann, einer, der so sich auf beiden Seiten wiederfinden wird. Rein psychologisch eine Figur, die aber auch damit sehr, sehr zu tun hat und finde ich eigentlich mit in einen der spannendsten Charaktere. Finde ich interessant gespielt, mochte ich. Aber Sarah Jones und Chantal Van Santen als Tracy Stevens und Karen Baldwin sind zwei der starken Beispiele für diese Frauenrollen. Ich habe nicht unbedingt bei For All Mankind, aber ich bin doch auch einfach so unbefangen rein, habe gesagt, ich guck mal, hat es mich sehr gekriegt, vor allem am Ende der zweiten Staffel, wo ich dachte, oh, das nimmt jetzt einen spannenden Dreh. Da habe ich dann Bock drauf und da finde ich wirklich auch die Frauenauswahl sowohl schauspielerisch als auch die Entwicklung der Charaktere auf vielen Ebenen, weil wir eben die Geschichte im Weltall haben, wir haben Geschichten in der Mission Control, wir haben aber auch Geschichten, die sich mit Einwanderung beschäftigen und von den Möglichkeiten rund um den Erdball zu träumen, dass in Kulturen, in denen vielleicht Frauen gewisse Zugänge nicht so einfach gewährt sind, anders zu denken und das verpackt in einem Szenario der 60er und 70er Jahre. Und da muss ich sagen, hatte ich immer wieder Gänsehaut, vor allem eben, ich glaube, am Ende der zweiten Folge, wo ich dachte, cool, da war ich echt gespannt drauf. Und da gibt man eben so vielen Figuren, so viel Raum und das fühlt sich vor allem auch so schön organisch an, wenn dann die unterschiedlichsten Raummissionen stattfinden. Und da muss ich sagen, eine sehr schöne Wahl. Das gilt auch für Rand Schmidt als Margot Madison oder Jodie Belfour als Ellen Waverly. Und insgesamt haben wir eben so dieses Setting dieser unterschiedlichen Figuren und auch dieses Überschneiden der Ideologien an bestimmten Punkten, wo eben Misstrauen irgendwann auch eine Art von Vertrauen kippen muss. Und ihr seht schon, ich will nicht spoilern, weil ich das ja einfach immer versuche zu vermeiden, aber ihr merkt, viele Themen werden aufgemacht. Das wird eben Selbstbestimmung aufgemacht, es werden Freiheitsgedanken, es werden Ideologien, es wird Ehrgeiz, es wird psychischer Druck und Verfall, es wird Verlust, es wird Homosexualität,
Homosexualität thematisiert, Einwanderung thematisiert. Und das ist manchmal das Problem, dass auch wenn man sich 10 Episoden nach 60 Minuten nimmt, man auf der einen Seite dieses große technische Thema Raumfahrt hat, was vielleicht auch ein bisschen nischig ist, aber vielleicht auch für viele Menschen ganz viel Bewunderung auslöst. Und auf der anderen Seite so viele andere Themen, die so groß sind, dass man schon spürt, alle unter einen Hut zu kriegen, wird ein bisschen schwierig. Deswegen kratzt die Serie manchmal wirklich nur hier und da. Und da wirkt sie manchmal auch ein bisschen verloren, wenn sie einem Handlungsstrang kurz hinterher rennt, ihn dann wieder eine Episode liegen lässt, wieder kurz hinterher rennt. Und da ist für mich manchmal so ein bisschen schwieriger Rhythmus drin gewesen. Aber trotzdem eine sehenswerte Nummer. Rein technisch gibt es nicht viel zu meckern. Ich finde, diese Apple-Produktionen haben alle eine sehr, sehr schöne Wertigkeit. So ein leichter Krissel-Look der 60er, 70er Jahre arbeitet auch mit warmen Farben. Aber auch dieser Beengung bei diesen Raumfahrtmissionen, vor allem das Szenenbild 60er, 70er Jahre, Kleidung, Autos, Detailreichtum. Ich sehe mich da gerne satt und das macht dann einfach, mir gesagt, auch Freude. Und die Musik passte sich auch immer wertig an und wirkte nie irgendwie manipulativ oder billig irgendwie dahin produziert. Das Kostüm und Make-up, der Wechsel zwischen Uniformen, Anzügen und immer was Gepflegtes, aber auch immer mal wieder sowas leicht Erotisches, was auch mal hier und da mit durchklingt, dass ich sagen muss, wirklich komplett diese Wertigkeit, die ich von Apple TV Plus erwarte, wo ich mich darüber freue und auch mal wieder krass finde, dass eigentlich so wenige Leute geführt in Deutschland, deren Produktion auf dem Schirm haben, weil da ist echt einiges dabei, was richtig was kann. Zumindest technisch ganz kleine Nummer, wo ich sage, okay, habe ich auch Bock, hier mehr zu sehen in einer zweiten Staffel. Machen wir es kurz. Eine wertige Serie, die mit einem guten Cast und spannenden Frauenrollen aufwartet, die schafft mich in diese Welt, aber auch diese Denke und diesen Ehrgeiz der 60er und 70er Jahre reinzuziehen, schafft es punktuell sehr, sehr spannende Momente aufzubauen, wo ich dann wirklich dachte, okay, was passiert jetzt? Klappt das? Und was für eine wirre Idee wird das funktionieren? Sowohl im Weltraum als auch auf der Erde. Und versucht auch einige Themen abseits eben dieser Raumfahrt, die wichtig sind, einzubinden. Da bleibt sie dann aber leider halt eben oft zu oberflächlich. Und da passiert dann manchmal nicht genug, wie ich es mir persönlich wünschen würde, das alles unter einem Hut zu kriegen. Und auch was dieses Raumfahrtthema und die Technik angeht, hätte ich mir auch gewünscht, da vielleicht nochmal mehr ins Detail zu gehen. Also von allem irgendwie ein bisschen mehr oder sich mehr zu entscheiden, was man sein möchte. Aber wer sich von diesem Szenario, Mondlandung, was ist, wenn die Russen oder die Sowjets zuerst da waren, was würde das machen, wenn wen dieses Szenario triggert, dem kann ich For All Mankind nur empfehlen, die von mir 7 von 10 möglichen Punkten bekommt und ich glaube in der Fortsetzung auch noch Luft eben nach oben hat, habt ihr aber gerne angeschaut und damit sind wir am Ende meiner Review zu For All Mankind, wie eingehend erwähnt, könnt ihr inzwischen auch die ganze Staffel komplett auf Apple TV Plus angucken, weil sie eben Ende Dezember die letzte Episode veröffentlicht worden ist und damit bin ich am Ende dieser Review, ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serien schauen.